Hallo, mein Name ist Costa. Wir sind hier gerade auf Kreta. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Veganer, aber das ist jetzt nicht mein primäres Thema heute. Heute geht es um einen speziellen Smoothie, und zwar um einen Smoothie mit Chlorella und Spirulina. Ich nehme beides zusammen in dem Smoothie. Die Sache ist die, ich habe heute zufällig auf YouTube gesehen, dass viele Leute mit dem Geschmack von Chlorella und Spirulina, also Algen im Allgemeinen, nicht klarkommen. Kann ich auch verstehen. Schon wenn man die Packung öffnet, hat man einen sehr strengen Geruch. Ich habe aber ein Rezept hier für euch, das euch garantiert schmecken wird. Sogar beide drin. Ich mache jetzt für zwei Personen mache ich einen Smoothie mit Chlorella und mit Spirulina. Ich möchte jetzt auch gar nicht anfangen, euch einen Vortrag zu halten über die zwei Produkte hier. Die meisten werden das mit Sicherheit kennen. Da wir hier auf Kreta sind, lasse ich es mir auch nicht nehmen, etwas Dictamus mit rein zu mischen. Das ist eine endemische Pflanze hier, die sehr gute heilende Kräfte hat. Die Ärzte im antiken Griechenland waren der Meinung, dass Dictamus alle Krankheiten heilen kann. Dictamus kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch von Harry Potter. Da hat er das gebraucht nach dem Schlangenbiss. Wie gesagt, das kommt nur hier vor. Wer etwas mehr wissen will, gerne mal googeln. Und also Dictamus kommt da noch mit rein, etwas Kurkuma. Da werde ich euch jetzt auch keinen Vortrag halten, das würde viel zu lang dauern jetzt hier. Und Zimt mache ich auch rein. Ich habe jetzt nur Pulver da. Dann eine Schale Erdbeeren. Und dann nehmen wir noch zwei Orangen. Beziehungsweise nehmen wir eine Orange. Da habe ich vorhin zu viel geschnitten. Und dann nehmen wir noch zwei tolle Kreta Malia Bananen. So, das haben wir jetzt alles hier in den Mixer. Wichtig ist natürlich ein Hochleistungsmixer bei sowas immer. Ich nehme auch keine Eiswürfel. Also der Dictamus hat auch eine sehr starke antibakterielle Wirkung. Hilft sehr schnell auch bei Unterleibsschmerzen. Gerade für Frauen zu empfehlen. Man muss ihn auch nicht im Smoothie machen. Man kann auch einen Tee damit aufgießen und ihn mit etwas Honig und Zimt auch verfeinern. Man kann auch drei Aufgüsse machen mit nur drei Finger voll. Also drei Aufgüsse kann man damit locker machen. Ich zeige euch das jetzt mal gleich, wie viel ich hier jetzt nehme. Da werde ich auch nicht so viel nehmen. Jetzt holen wir uns mal einen Teelöffel. Mache ich einen Teelöffel Zimt rein. Wer möchte, kann auch gerne mehr reinmachen. Etwas Kurkuma. Und jetzt, da wir zwei Personen sind, nehme ich von der Chlorella-Alge zwei Teelöffel. Kann man alles erkennen? So, zwei Teelöffel Chlorella und dann nehme ich noch zweimal Spirulina bzw. einen sehr gut gehäuften. So. Und jetzt nehmen wir noch, das ist Dictam, auch Oreganum Dictamus genannt, ist mit dem Oregano verwandt. Erkennt man was? Das ist ein bisschen, ja. So, geh mal mit der Kamera hin.
So sieht es aus. Ziemlich pelzig und sehr, sehr intensiv im Geschmack. Ich nehme da jetzt einfach mal, da sind auch noch ein paar Stiele dabei. So, so viel, das reicht schon. Für den Tee etwa so viel, so viel für 2-3 Tassen und damit kann man locker 2-3 Aufgüsse machen. So, und jetzt geben wir das Ganze in den Mixer. Noch ein kleines Stück Wasser dazu. Da haben wir hier das Saros Wasser, das beste Wasser der Welt. Wir haben das Glück, dass wir hier sehr süße Erdbeeren haben auf Kreta. Andernfalls kann man entweder mit Honig nachhelfen oder mit Datteln. Und ich garantiere euch, vom Spirulina und vom Chlorella werdet ihr nicht viel mehr hinzugegeben. Das sieht jetzt eklig aus. Ich bin auch erschrocken. Ich habe gedacht, ich gebe das wieder weg. Aber dem war nicht so. Das war ein wahrer Genuss. So, ich probiere das. Lecker, sehr, sehr gut. Wer Lust hat, kann auch noch einen Schuss Zitrone mit rein oder etwas frische Minze. Kommt auch ziemlich gut. Aber so schon. Wow. Müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr mehr wissen wollt oder Fragen habt, könnt ihr gerne unten kommentieren. Ja, das war's erstmal. Danke fürs Zuschauen.